Unsere Lehrerin hat uns erzählt, dass wir in Chemie den Steckbrief, den wir erstellen sollten, über Moodle abgeben sollen. Und da gäbe es dann hier so eine Möglichkeit über eine Aufgabe. Oh, was mir gerade auffällt, in dem Kalender, da ist ja auf einmal ein rotes Feld. Ach, guck mal, Steckbriefelement ist fällig am 4. Mai. Stimmt. Das hat uns die Chemielehrerin auch gesagt, wir sollen am 4. Mai etwas abgeben. Na gut, ich gehe mal auf den Chemiekurs und guck mal nach. So. Steckbriefelement, da ist das. Ich klicke mal drauf. Okay, das haben wir ja eigentlich schon gemacht. Erstelle den Steckbrief. Es darf kein Wikipedia-Artikel abgegeben werden, natürlich nicht. Gib das Dokument bitte im PDF-Format ab. Okay, das muss ich da noch machen. Aber wo kann ich überhaupt abgeben? Abgabestatus? Naja, klar, kein Versuch. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Ach, guck mal da. Da ist ganz am Ende ein Knopf, wo ich Abgabe hinzufügen kann. Okay. Na gut. Ich soll ja mein Dokument im PDF-Format abgeben, also muss ich das erstmal umwandeln. Das ist aber nicht so schwer. Das habe ich schon gelernt. Und zwar gehe ich hier auf das Menü Datei und da war Exportieren als PDF. So, okay. Der Titel kann der gleiche sein. So, und dann ist das schon exportiert. Jetzt muss ich das noch abgeben. Da steht Dateiabgabe. Also hier. Hier steht, bewegen Sie Dateien in dieses Feld. Drag and drop. Na gut, dann hole ich mir mal meinen Dateimanager und da müsste mein Steckbrief Brom sein. Dann versuche ich mal, so per Drag und Drop das da drauf zu ziehen. Okay, das scheint falsch zu sein, aber hier. Da ist er ja. Da ist mein PDF-Dokument Steckbrief Brom. Okay. Ich würde sagen, naja, ich muss wahrscheinlich auf Änderungen sichern klicken. So, ja, jetzt sehe ich, ich habe was abgegeben und da ist auch mein Steckbrief. Ich könnte die Abgabe bearbeiten oder entfernen. Nee, das mache ich natürlich nicht. Okay, falls ich noch einen Fehler finde, bis zum 4. Mai, dann könnte ich also das noch korrigieren. Vielleicht habe ich ja noch eine bessere Idee, was ich noch dazu schreiben kann. Okay, das ist also gar nicht so schwer gewesen. Was ich jetzt noch mal gucken wollte, was für eine Bedeutung hat dieser Eintrag in dem Kalender? Ich klicke den Kalender mal an. Das ist ja der gleiche Text wie in dem Aufgabentext da drüben. Und hier steht, ich kann zur Aktivität gehen. Da bin ich wieder auf der Seite, die ich vom Kurs aus schon erreicht habe. Okay, wenn ich also eine Aufgabe habe, wo ich was abgeben muss, dann finde ich die vielleicht auch im Kalender. Äußerst praktisch. So, dann muss ich jetzt mal warten, was der Lehrer da, was die Frau Lehrerin da zu meinem Steckbrief sagt. So, ich habe eine Nachricht bekommen, dass meine Abgabe bei dem Steckbrief, dass die bewertet wurde. Da gehe ich jetzt mal gerade in den Kurs und guck mal nach. Das soll da nämlich zu finden sein. Steckbriefelement, das war die Aufgabe, wo ich was abgegeben habe. Da steht auch Bewertungsstatus bewertet. Na, da bin ich mal gespannt. Die Seite geht noch nach unten weiter. Feedback. Prima. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Feedback als Kommentar, ganz okay. Naja. Ich guck mal nach. Da ist etwas Anmerkung im PDF. Okay. Was haben wir denn da? Okay. Da hat mir meine Chemielehrerin meine Fehler korrigiert. Oh. Verdammt, da hätte ich mir jemanden das durchschauen sollen, lassen sollen. Okay, aber ansonsten war ja wohl alles in Ordnung. Das ist natürlich soweit gut. Also nächste Mal bessere Rechtschreibung und noch ein bisschen mehr dazu schreiben.